Okay, Freunde, im heutigen Video habe ich für euch die Liebesgeschichte zwischen Luke Skywalker und Leia Organa vorbereitet. Schaut euch das ganze Video bis zum Ende an und wie es eskalieren wird. Und das Ganze, während wir auf Klassenfahrt sind. Sogar Darth Vader wird kommen. Falls auch ihr da draußen bei meinen Fortnite-RPs dabei sein wollt, schaut unbedingt meiner Fortnite City Roleplay Map, denn dieses Video ist hier entstanden, Leute. Und bei den meisten von euch sollte mein Creator-Code nicht mehr drin sein, deswegen, falls ihr solche Videos unterstützen wollt, denn nur so kann ich die machen, Leute, dann tragt unbedingt mein Creator-Code Orxy ein. Und um auch dabei zu sein, lasst jetzt ein Like da, abonniert diesen Kanal hier, aktiviert die Glocke und beantwortet unbedingt dieses folgende Quiz hier richtig. Welcher dieser Skins hier ist Boba Fett? Ist es Antwort A, das hier ist Boba Fett? Ist es Antwort B, das hier ist Boba Fett? Oder ist es Antwort C, das hier ist Boba Fett? Falls ihr draußen die richtige Antwort kennt, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Lasst jetzt noch ein Like und ein Abo da. Joint meinem Discord-Server. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und jetzt, Freunde, schaut euch das ganze Video bis zum Ende an. Let's go! Let's go! Luke Skywalker hat endlich Schulschluss. Das bin ich. Auf geht's raus. Einen Moment mal. Warum sind meine ganzen Klassenkameraden bitte hier so aufgestellt? Meister Yoda, woran liegt das? Die Macht mit dir sein möge. Mein Junge Luke, heute Klassenfahrt du gehen zu hast. Ein Moment mal. Meister Yoda, du alter schrumpeliger Opa. Wovon redest du bitte? Klassenfahrt? Was geht hier bitte ab, Leia? Hey Luke, schön, dass du da bist. Endlich, wir gehen auf Klassenfahrt. Oh ja, let's go. Oh ja, ganz genau, Leia. Und Chewie ist auch da. Oh Mann, ich freue mich total. Einen Moment mal. Mando, was geht ab? Alles klar was bei dir? Was geht, Bruder? Lange nicht warte gesehen, mal. Alter. Mando, ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Hey, wir haben heute einfach Klassenfahrt, nicht wahr? Ja, das ist so geisteskrank geil, Junge. Ich freue mich schon. Und ich freue mich auch total. Leute, wir gehen einfach auf Klassenfahrt. Oh Mann, das hätte ich echt nicht gedacht. Meister Yoda hat wieder eine Vision, Leute. Hört auf Meister Yoda. Was hat er zu sagen? Meister Yoda, du schrumpeliger alter Mann. Was hast du zu sagen? Oh ja. Was ist los, Meister? Ah, ich tief spüren in Klassenfahrt eine Segung für euch. Klassenfahrt Spaß machen wird, aber auch mit Schrecken verbunden sein. Möge die Macht mit euch sein tun. Oh, Meister Yoda, du bist so alt und schrumpelig und doch so weise. Hey, habt ihr es gehört? Die Klassenfahrt wird der allergrößte Wahnsinn. Let's go! Oh, Mann! Aber mit welchem Lehrer gehen wir denn dahin? Ich meine, noch sind wir ganz alleine. Oh ja, ganz genau, Mando. Du hast auf jeden Fall recht. Ein Moment mal. Von wo kam das denn? Ein Moment, ich dass der Lehrer da vorne ist. Das etwa Lando? Wir treffen uns alle beim Bus Lando hier. Oh ja, wir hey. Kommen ja schon. Oh Mann, ich freue mich total. Auf geht's auf Klassenfahrt. Wollen wir uns zusammen ich etwa ein... Hey, Leia, wollen wir uns etwa zusammen einen Raum teilen dann auf Klassenfahrt? Oh, was? Meinst du das wirklich ernst? Du meinst, wir beide in einem Zimmer? Oh ja, ganz genau. Obwohl man das eigentlich nicht darf. Aber sonst schleiche ich mich einfach in der Nacht zu dir, okay? Oh Mann, wir beide in einem Zimmer. Ja klar, voll gerne. Aber jetzt sollten wir erstmal zum Bus gehen. Oh ja, ganz genau. Vielleicht dürfen wir nicht beieinander sein. Aber ist ja auch egal. Na los, kommt schon mit. Wir müssen schnell zum Lehrer gehen. Da, ba, da, ba, da. Oh, oh Mann, der Lehrer wartet da ja schon. Hey Lehrer, tut mir leid. Ich und Leia sind etwas zu spät. Los, aber in den Bus rein. Oh ja, let's go. Ab geht's in den Bus rein. Hey Mando, was ist bitte los? Was meinst du? Hey, lass uns ein Zimmer teilen auf Klassenfahrt, ja? Warte mal, wir beide ein Zimmer teilen? Oh Mann, ich hab doch schon Leia versprochen, dass ich mit ihr ein Zimmer teilen will. Hey, ich wollte eigentlich mit Leia ein Zimmer. Komm schon, lass uns beide in dein Zimmer, Mann. Komm schon, lass uns beide in dein Zimmer gehen, Mann. Oh Mann, Mando, ich weiß, dass du das willst. Na gut, wir gehen zusammen in ein Zimmer, aber in der Nacht schleichen wir uns dann zu den Mädchen, okay? Oh ja, lass das machen, Mann. Oh ja, yeah, let's go. Komm, lass uns direkt reingehen. Einen Moment mal, Herr Lehrer, sind Sie etwa auch noch heute der Busfahrer, Herr Lando? Oh ja, ganz genau. Ich bin heute pleite ausgegangen und der Busfahrer hat da heute frei. Warte mal, was? Oh Mann, das klingt ja wirklich mega, mega gut. Na gut, hey, lass uns direkt hinsetzen. Wo kann ich mich setzen? Neben Chewie, ist da noch Platz? Nein, hier ist kein Platz mehr. Warte mal, da ist kein Platz mehr. Na gut, dann schau ich mich halt woanders um. Hey, Ahsoka, einen Moment mal. Hey, Leia, kann ich neben dir sitzen? Ja, klar, voll gerne. Oh Mann, hey, vielen Dank. Hey, Mando, du kannst hier hinten zum Klonkrieger... Warte mal, ist das ein Sturmschubler? Einfach zum Sturmschubler setzen. Ich glaube, das ist lieber Sturmschubler. Ja, ich bin sowieso immer einer aus der letzten Reihe gewesen. Immer so ein Quatschmacher. Hey, ganz ruhig, Mann. Okay, na los, gab nach hinten. Oh Mann, wir gehen einfach auf Klassenfahrt. Ich freue mich total. Bist du auch schon so aufgeregt wie ich? Ich meine, ich bin total aufgeregt. Hey, will nicht jemand noch was essen, bevor wir losfahren? Das wird eine 3-Stunden-Fahrt. Ein Moment mal, seht ihr das, Chewie? Das war doch klar, dass er wieder essen will. Naja, egal. Auf geht's auf Klassenfahrt. Die erste Busfahrt beginnt. Let's go! Ein Moment mal, ist das etwa... Wow, was ist das für eine Schönheit vor mir? Oh, hey Leia, sind wir etwa schon da? Ja, Luke, wir sind
sind schon da. Komm, lass uns rausgehen. Warte mal, wir sind schon da. Oh, Lando Calrissian hält jetzt eine Rede. Hey, Lando, wir sind schon da, oder nicht? Der Bus ist stehen geblieben. Wo sind wir? Ist das etwa die neue Stadt? Oh ja, das ist die Ork City Map. Da kann wirklich jeder drauf joinen. Warte mal, was? Wie cool ist das denn bitte? Und hier würde sich das Hotel aufhalten, wo wir dann unsere Ferien haben, nicht wahr? Oh ja, ganz genau. Aber zuerst muss ich euch ein paar Dinge zeigen. Kommt schon mit. Na gut, ich komme direkt mit. Hey, wie cool ist das bitte? Ein Moment mal. Mando, wo bist du bitte? Hey, die Busfahrt hat so Spaß gemacht, sei ehrlich, es war echt holprig. Chewbacca hat die ganze Zeit gefurzt, das hat so gestunken, ey. Oh Mann, Chewie, das war bestimmt wegen den ganzen Kohlblättern oder was das war. Naja, egal, lass uns ganz schnell hier einmal zum Lehrer gehen. Hey, Lehrer, wo müssen wir hin? Wo ist das Hotel? Oh Mann, folgt mir doch alle in Reihe und Glied. Warte mal, alle in der Reihe folgen? Na gut, ich gehe direkt hinterher. Oh Mann, Leute, es wird sowas von cool. Wir gehen einfach auf Klassenfahrt. Boah, das ist also die Stadt, nicht wahr? Wer wohnt denn bitte hier in der Stadt alles und wo ist das Hotel? Oh Mann, das Hotel ist gleich da gegenüber, aber zuerst will ich euch den brandneuen Bagger zeigen. Warte mal, den brandneuen Bagger? Was hat denn der damit auf sich? Oh ja, wer will zuerst Mando, da drauf? Ich muss ehrlich sagen, Mando, ich sag dir ganz ehrlich, irgendwie ist das voll komisch hier auf Klassenfahrt, oder nicht? Die Stadt hier, die kommt mir voll kurios vor. Ja, ich glaube, der hat da kein richtiges Hotel gebucht, sondern nur so eine ganz Airbnb für 4 Tage. Oh ja, ganz bestimmt irgendwas Günstiges. Einfach nur, oh Mann, unser Lehrer ist so ein Geizhals, das kann's doch nicht sein, Leute. Und in welcher Galaxis sind wir hier eigentlich? Sag bloß, du kennst die Galaxis nicht. Die nennt sich Ork-Galaxis. Ork-Galaxis, interessant. Ha, ich würde sagen, Luke, geh zuerst auf den Bagger. Na los, geh auf den Bagger. Ich spüren tun eine mächtige Kraft. Warte mal, echt, Meister Yoda? Na gut, ich geh direkt auf den Bagger. Let's go, Leute. Und zack, ich steig dann direkt einmal rauf. Ich bin direkt drauf. Oh, ich kann einfach Bagger fahren. Oh ja, ganz genau. Und jetzt der Nächste. Na los, geh schon ab. Mann, einen Moment, Mann. Ich habe irgendeine Vision. Wow. Oh Mann, hey, Meister Yoda, ich habe irgendeine Vision. Siehst du das auch? Ja, ich tun das auch sehen, tun. Irgendeine Vision. Aber was geht hier bitte vor sich? Ich weiß es auch nicht. Schau mal, hier sieht es echt komisch aus. Sieht aus wie so ein Dschungel oder so etwas. Also ein Pilz rechts oben. Oh ja, und auf der linken Seite. Ich glaube, wir sind in einer Art Höhle. Aber was hat das hier mit auf sich? Wow, warte mal, die Vision geht weiter. Schau mal, ich bin an irgendeinem Höhleneingang. Hä, was passiert hier? Hm, ich weiß es nicht, aber ich spüre eine dunkle Kraft. Guck mal nach unten. Oh Mann, irgendwas komisches. Naja, egal, ich gehe mal nach unten und einen Moment mal. Oh, das glaube ich jetzt nicht. Luke Skywalker, wir werden uns noch treffen. Oh Mann, was ist das bitte? Ah! Was war das bitte für eine Vision? Oh Mann, Meister Yoda, hast du das auch gesehen? Irgendwas ist mit diesem Bagger, der ist doch verflucht, oder nicht? Ja, nehmen mein Gehstock und zerstöre ihn. Zerstören? Na gut. Nimm das, du Bagger. Oh Mann, was war das nur für eine Vision? Nimm das, du Bagger. Und damit Luke los, was macht denn der da für einen Quatsch? Oh, was machst du da? Hör sofort auf. Ich glaube, er dreht sogar durch. Ah, nimm das, Mann. Tut mir echt leid. Ich glaube, ich bin echt wahnsinnig geworden, oder Mann, nicht? Mann, bist du verrückt oder so? Was hast du heute Nacht getrunken? Oh Mann, hey, Lando, tut mir echt leid. Das wollte ich nicht. Mando, was ist nur in mich gefahren? Wieso habe ich das gemacht? Hey, hast du ihn aktiviert, Yoda? Ich weiß es nicht, Mann. Du bist draufgegangen und dann warst du kurz wie weggetreten. Vielleicht hat Yoda eine Antwort. Ich spüre im Ton eine böse, dunkle Kraft uns verfolgen. Wir behutsam mit allem Beacht gehen müssen, sein Tun. Oh, vielleicht hat er ja Flöhe, so wie ich. Nein, das sollte es ganz bestimmt nicht sein. Aber ich glaube, Meister Yoda hat recht. Irgendetwas Dunkles, irgendetwas Böses verfolgt uns. Ach, jetzt übertreibt man nicht. Das war nur eine Einbildung. Na gut, wenn du meinst, hey, ich möchte die Klassenfahrt echt nicht zerstören. Wo sind unsere Hotels jetzt? So, Schüler, ab rein ins Hotel. Boah, ab rein ins Hotel. Also das ist das Hotel, was er uns gebucht hat. Hey, sieht gar nicht mal so günstig. Oh, ja, aus, ist oder? Super modern. Warte mal, super modern? Ja, ja. Oh ja, ich bin echt gespannt. Let's go, lass uns mal direkt einmal hochgehen. So, babadabadab, Ladies first natürlich. Oh Mann, ich hoffe echt, dass ich den obersten Stock bekomme. Stopp. Wieso das denn? So, Freunde, hier gehen Chewie und die Klonkrieger rein. Ja. Yippie. Boah, da reingehen also Chewie und die 2 Klonkrieger. Na gut, oh Mann, hey Lando, aber wo ist dann bitte mein Zimmer? Ich meine, ich will auch ein Zimmer haben. Darf ich das vielleicht mit den Mädels haben? Oh Mann, ich wette mit dir, du willst dein Zimmer etwas höher haben, oder nicht? Oh ja, also wenn das möglich ist, dann sehr gerne. Okay, dann machen wir erstmal mit den anderen weiter. So, kommt weiter. Oh, let's go. Ich habe echt den besten Lehrer. Oh Mann, ich frage mich echt, wem dieses Zimmer hier gehört. Das ist hier direkt im 2. Stock. Leute, schaut mal, wie hoch wir schon sind. Das ist das Mädelzimmer. Hier können die Mädels reingehen. Das ist das Zimmer für die Mädels? Oh Mann, dann müssen wir uns wohl hier verabschieden. Hey, Leia, man sieht sich nachher, ja? Ja, tschüss.
Wie oh Mann, ey. Aber ey, hör mal zu, Ahsoka. Leia, wir werden uns nachher treffen, ja? Ja, okay, bis später. Ich schleich mich heimlich dann zu euch. Okay, bis später. Wir warten dich dann. Oh ja, bis gleich. Hab dich lieb. Ich euch auch. Ha, let's go. Oh, Entschuldigung, Lando. Warte mal, hast du gerade mit den Mädels geflirtet? Nein, natürlich nicht. Ey, ich geh direkt nach oben, oh Mann. Ich frage mich echt, wer das nächste Zimmer direkt bekommt. Oh, hier ist ja das nächste Zimmer. Ich bin super Oxy. Hier kannst du und Mando rein. Warte mal, ich und Mando. Let's go, Mando. Das sollte unser Zimmer sein. Let's go, komm direkt rein. Boah, schau dir das mal an. Eine fette Villa. Alter, mit einem riesigen Flachbildfernseher. Ey, wir haben sogar eine Küche, Mann. Da werde ich mir gleich erstmal direkt ein paar fette Sandwiches zubereiten. Warte mal, Sandwiches machen wir auch ein. Und schau dir das mal an. Wir haben sogar eine eigene Terrasse. Soll ein Sandwich mit galaktischer Salami sein? Oder eher mit Planetengurken? Am besten mit beidem. Oh Mann, let's go. Lass uns direkt einmal hier hinchillen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich bin echt ein bisschen müde. Du nicht? Nein, ich hab Hunger. Oh Mann, ich mach ganz kurz einmal die Augen zu. Oh Mann, wartet mal. Ist das etwas schon wieder ein Traum? Nein, ich habe irgendeine Vision. Oh, aber diesmal ist das viel realistischer. Ich befinde mich auf einmal im Wald. Hey, Meister Yoda, ist das wieder eine Vision? Wo sind wir hier? Ich weiß nicht, Ton, aber dieser Ort jagt mir einen enormen Schrecken ein, Ton. Einen enormen Schrecken? Wirklich? Wieso das denn bitte? Oh, ein Moment mal. Hallo, Luke Skywalker. Schön, dich zu sehen. Einen Moment mal, oh, wer bist du denn da? Mach, dass du wegkommst. Nein. Ey, Luke, was schreist du hier so rum? Oh Mann, Mando, es ist schon wieder geschehen. Das gleiche wie beim Bagger. Ich hatte wieder irgendeine komische Vision. Meister Yoda war auch dabei. Ach komm, erzähl mir keinen Stuss. Du hast nur Albträume. Du musst erst noch was Gutes essen. Die Sandwiches sind schon gleich fertig. Oh Mann, die Sandwiches, wie lange habe ich denn bitte geschlafen? 20 Minuten, Alter. Du hast einen richtigen Powernap gemacht. Ein Powernap also? Oh Mann, ich habe so enorme Kopfschmerzen. Hey Mando, ich habe das Gefühl, irgendetwas wird noch passieren auf der Klassenfahrt. Weißt du, was gleich passiert? Wenn ich sofort ein Sandwich isst, dann werde ich richtig sauer, Mann. Na gut, ich gehe eben auf Toilette. Danach komme ich direkt raus, ja? Oh Mann, Leute, ich muss eben ein Ab sein, Leute. Ich glaube, das ist jetzt genau das, was ich brauche. Oh, zack, zack, zack. Hey, Luke, bist du auch mal fertig? Ich muss auch langsam auf Toilette. Oh ja, ich bin gleich fertig. Einen Moment mal, Leute, wo bin ich denn jetzt bitte gelandet? Hä, das macht ja wirklich gerade gar keinen Sinn. Habe ich gerade etwa an eine Lampe reinge... einen Moment mal. Hey, Mando, wo sind wir hier auf einmal? Redest du schon wieder für ein wirres Zeug? Wir waren schon die ganze Zeit hier. Warte mal, wir waren schon die ganze Zeit hier? Hey, Meister Yoda, was passiert hier? Eine Zeitschleife gewesen sein muss. Wir sind hier gelandet, ohne dass wir davon wissen. Warte mal, wirklich, Meister Yoda? Oh Mann, wie geht das denn? Was ist das hier bitte für ein Bildschirm, hä? Du weißt doch, Luke, wir müssen jetzt gleich schon runter. Der Lehrer wartet schon längst mit den anderen. Oh, der Lehrer wartet, du hast recht, es wird ja auch schon dunkel. Na gut, lass uns direkt runtergehen. Der Lehrer ruft uns. Ja, Lando, wir kommen ja schon. Oh Mann, was geht hier bitte vor sich, Leute? Das kann's doch echt nicht sein. Mando, wie lange war ich bitte auf der Toilette? 30 Minuten, Mann, du hast ein richtiges Ei gelegt. Warte mal, 30 Minuten ein Ei gelegt? Alter, so bin ich doch normalerweise gar nicht. Einen Moment mal. Boah, ist es Nacht geworden? Was macht ihr denn alle hier gerade? Ja, was ist denn das für eine geile Karre, oder? Boah, das Auto ist so schön. Da habe ich mich direkt in das Auto verliebt. Du hast dich wirklich in das Auto verliebt? Oh Mann, ich muss mir es unbedingt irgendwann kaufen und damit rumfahren. Naja, Luke, egal. Ich bin gegenüber von dir. Warte mal, gegenüber von mir? Oh, einen Moment mal. Ja. Da vorne bist du ja schon. Hey, Lando, wo warst du bitte? Ich war im Müll irgendwie teleportiert. Voll komisch. Oh Mann, wahrlich, das ist echt komisch. Naja, hey, wem gehört bitte dieses Auto hier? Wer kann damit rumfahren? Hey, Leute, ich habe eine Idee. Sobald der Lehrer schläft, wollen wir uns einfach nehmen und damit ein bisschen rumfahren durch die Gegend? Hört sich mehr ein Megaplan an, Alter. Oh ja, das denke ich auch. Die Klasse wird mir doch so eskalieren. Oder, Leia, was denkst du? Ja, lass uns das auf jeden Fall machen, aber nicht, dass wir erwischt werden. Nein, wir werden auf gar keinen Fall erwischt. Oh nein, ich glaube, wir müssen jetzt schon schlafen gehen. Es ist ja schon dunkel. So, alle ins Bett. Wir müssen schlafen gehen. Alle ins Bett? Na gut, Leute, komm, wir gehen direkt schlafen. Wir treffen uns gleich draußen, okay? Wenn alle schnarchen und schlafen. Boah, Mando, es ist jetzt mitten in der Nacht und bist du bereit? Wollen wir uns direkt zu den Mädchen schleichen? Ich meine, Ahsoka und Leia warten doch auf uns. Muss das jetzt sein? Ich war gerade so schön am Schnarchen. Oh Mann, du weißt doch, wir wollen jetzt extrem viel Mist bauen. Komm schon mit, Yoda, du altes Haus. Ja. Ich bin total gespannt. Leute, wir werden das jetzt so cool machen. Na los, let's go, es geht direkt los. Und boom, ey. Na los, wir müssen jetzt aber wirklich ganz leise sein. Okay, komm, schleich dich schon mit. Ich glaube, der Lehrer sollte hier irgendwo rumschleichen. Und da vorne ist der Lehrer, sei ganz leise. Es ist gerade mitten in der Nacht. Der wird das schon nicht merken, der ist sowieso eine Taubennuss. Oh Mann, ich halte einfach wache.
damit hier einfach niemand reinkommt. Hey, siehst du, das Bando da vorne ist ja... Okay, hey, hör mal zu, wir müssen ihn irgendwie ohnmächtig hauen, oder nicht? Und doch einfach an ihm vorbeischleichen. An ihm einfach vorbeischleichen? Du hast recht, das wäre echt besser. Dann komm schon mit, hinter die Pflanze, schnell. Oh Mann, ey, der darf uns ja nicht sehen. Sei ganz leise, komm schon hier hin. Na los, warte, eins, zwei, drei. Wunderschöner Tag. Hör mal zu, sobald er an uns vorbei ist, springen wir über die Treppe, ja? Eins, zwei, drei und jetzt... Na los, komm schon mit, schnell hier hoch. Was ein wunderschöner Tag. Oh Mann, er hat uns nicht bemerkt. Oh, hi Mädels, wir sind auch schon da. Habt ihr es auch geschafft, euch am Lehrer vorbeizuschleichen? Ja, es war voll einfach, sich an den vorbeizuschleichen, aber warum habt ihr so lange gebraucht? Ja, ganz genau, Jungs, wir haben die ganze Zeit auf euch gewartet. Oh, wieso wir so lange gebraucht haben? Naja, Mando hatte noch, hat noch ein Ei gelegt, ganz genau, er war das. Er hat einfach richtig rumgekackert, das war voll ekelhaft. Nein, du warst das doch. Nein, er war das, er ist voll cool. Ja, Mädels, ich bin auf jeden Fall der Coolste, danke, ja? Danke für die Rose. Das war definitiv nicht ich, das war hundertprozentig er. Ich habe ihn doch rumstöhnen hören. Nein, hört nicht auf ihn, das war bestimmt Meister Yoda. Was? Ich habe getan gar nichts. Oh doch, Meister Yoda, sei schon leise. Okay, ey, was sagst du? Wollen wir das Auto klauen und einfach ein bisschen rumfahren, Leute? Ja, können wir gerne machen, aber wo steht denn das Auto? Das Auto steht natürlich unten. Na gut, Leute, kommt mit, wir müssen doch mal am Lehrer vorbeischleichen. Aber leise sein. Wo ist er denn bitte hin, Leute? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Naja, egal. Oh, da unten ist er, glaube ich, irgendwo. Was macht er denn da? Ist der da irgendwas? Oh Mann, hallo, danke für die Rose. Wartet mal, hört ihr das, Leute? Danke für die Rose. Ist unser Lehrer etwa... Juhu, ich bin ein Cowboy. Was? Oh Mann, Leute, ich glaube, der macht gerade TikTok-Videos. Lass ganz schnell hier weg, bevor wir noch irgendwelche Dinge sehen, die wir nicht sehen wollen. Oh ja, ganz genau. Komm schnell mit, wir steigen uns hier lang. Danke für die Rose. Schnell weg hier. Und boom. Oh, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind einfach beim Auto. Let's go. Und es ist immer noch total dunkel. Okay, Leute, ich würde sagen, wer steigt als erstes ein? Mach du das, Luke. Du hast doch vorgestern erst einen Führerschein bestanden. Ja, Luke, fahr du uns ein bisschen rum. Okay, ich fahr uns direkt rum. Aber hey, hör mal zu. Wenn ich ehrlich bin, Leia, ich mag dich echt ein bisschen. Magst du mich auch? Was? Du magst mich? Ja, ich mag dich sogar auch. Warte mal, echt was wirklich? Oh Mann, Leute, ich stehe ja auf sie. Das darfst du mal auf gar keinen Fall wissen. Okay, ganz genau. Hey Leute, ich und Lea gehen ins Auto und ihr beide setzt euch aufs Dach. Ja, also zack, denkt einmal ein. Es funktioniert tatsächlich. Na gut, Leute, seid ihr bereit für die Spritztour? Aber erstmal ein bisschen behutsam. Wir wollen doch nicht die anderen wecken, dass sie das dem Lehrer dann petzen. Oh ja, ganz genau. Na gut, Gaspedal, Automatik, 3, 2, 1 und boom. Oh, es funktioniert. Es ist einfach eine Automatik. Leute, ich brauche gar nicht das Gaspedal zu drücken. Ja, das Gaspedal ist schon. Ich brauche gar nicht, die Kupplung zu betätigen. Let's go. Oh Mann, was sagt ihr? Wollen wir einfach auf den Schienen ein bisschen rumfahren? Ja, und da kannst du auch mal endlich Gas geben. Oh ja, ganz genau. Wow, Leute, schaut euch das mal an, fährt. Na gut, ich nehme ein bisschen Gas. Alter, Leute, schaut mal, wie schnell wir schon sind. Ist das nicht mega cool? Übertreib's nicht. Nicht, dass wir noch einen Unfall bauen. Oh nein, gar kein Problem. Ich bin ein richtig guter Fahrer. Wow, ein Moment. Ja. Oh Mann, das war echt knapp. Hey, steig auf. Ist alles gut bei dir? Alter, wegen dir hätte ich fast eine Gehirnerschütterung. Ich bin ein, zwei auf den Baum geknallt. Okay, dann gib jetzt mal Vollgas. Na gut, Leute, ich möchte ja unbedingt, dass auch, naja, die gute alte Leia beeindruckt ist. Na gut, ich gebe jetzt Vollgas. 1, 2, 3 und boom, let's go. Haltet euch alle gut fest, Leute, denn jetzt wird's wild. Hey da, Leia, wie findest du das? Liebst du mich jetzt? Ist das nicht richtig schnell hier? Oh ja, schaut euch das, Mann, was? Es gibt so einen Boost, ey. Warte mal, Leute, ich habe keine Kontrolle mehr über das Auto. Das Auto spielt verrückt. Ich hab's noch gesagt, Mann. Das Auto spielt verrückt, Leute. Wow. Autsch, ich bin einfach aus der Scheibe geflogen. Hey, Mando, geht's euch gut, Leia? Nein, Ahsoka ist verletzt. Oh, ich bin auch verletzt, Mann. Wie kann denn das sein? Luke, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht so schnell fahren. Autsch, oh, tut mir echt leid. Oh, hey, geht's euch gut? Oh Mann, wir sind da voll gegen den Baum gefahren. Einen Moment mal, wo ist bitte Ahsoka? Hey, Ahsoka, wo bist du? Oh nein, ich glaube, sie ist verschwunden, nicht wahr, Leute? Keine Ahnung, Mann. Ich bin aufgewacht und sie war weg. Oh Mann, das ist doch nicht euer Ernst. Hey, was machen wir denn jetzt? Ich meine, schau mal, wir haben uns total verletzt. Mann, wo ist sie denn? Wir müssen sie unbedingt finden. Ansonsten sind wir geliefert bei unserem Lehrer. Oh ja, das stimmt. Die Klassenfahrt eskaliert komplett. Hey, Leia, jetzt wo wir allein hier sind, kannst du ganz kurz weggehen? Ja, okay, wenn es sein muss. Jetzt wo wir allein hier sind, möchte ich gerne etwas sagen. Hey, Leia, ich mag dich total. Willst du vielleicht mit mir zusammen sagen? Luke, also ehrlich, dafür ist jetzt wirklich der schlechteste Zeitpunkt. Ja, ich warte. Warte mal, was meinst du bitte? Oh, ein Moment mal, wer ist das denn bitte da vorne? Leute, seht ihr das in seiner Hand, Meister Yoda, siehst du das? Ah, ein Lichtschwert, das sein tun, ihr fliehen solltet. Benutzt das Auto lieber. Oder du alter, verschrumpelter Gnom, das ist doch Schrott, das Auto. Oh ja,
Genau! Euer letztes Stündlein hat geschlagen. Ich werde euch jetzt verfolgen und euch besiegen. Oh, oh nein, na los, schnell, das Auto muss irgendwie anspringen. Bitte, 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 es springt nicht an, es springt nicht an. Hey, Leute, wir haben keine Wahl. Wer bist du? Was willst du von uns? Luke, ich such dich im Auftrag von Darth Vader. Wir werden dich besiegen. Was? Darth Vader, wer ist das denn? Ich weiß genau, wer das ist. Irgendein böser Schmarotzer von den Sith, der will uns alle ins Grab schicken. Der will euch nicht nur ins Grab schicken, er wird euch ins Grab schicken und ich werde euch persönlich dahin bringen. Warte mal, was? Oh nein, schnell, Leia Mando, nimm meine Hand, wir müssen hier schnell weg. Na los, 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 hinter den Stein, hinter den Felsen, na los. Was ist los, Mando? Oh nein, er hat mich. Mann, lass mich in Ruhe. Das war's mit dir. Deine Rüstung aus Berska bringt dir auch nichts, ne? Wer es glaubt, wird selig. Oh, oh nein, was machen wir denn jetzt? Hey, was machen wir denn jetzt? Er hat einfach Mando. Was machen wir denn jetzt, Mando? Wir müssen dich doch irgendwie retten. Nein, flieht lieber. Euer Leben ist wichtiger als meins. Ich komm da schon irgendwie durch. Flieht nach Tatooine. Da wird Lando euch helfen können. Nach Tatooine? Okay, lass uns schnell weg. Aber Mando, ich kann dich doch nicht allein lassen. Wir sind doch Freunde, wir sind doch Klassenkameraden. Bitte, ich kann dich doch nicht alleine lassen. Entbindet jetzt. Ich krieg das schon irgendwie hin. Du kennst mich doch. Darth Vader wird euch in Tatooine schon gehen. Erwarten. Was, Mando, ich kann dich nicht gehen lassen. Bitte, Mando, du bist doch mein Bruder. Komm, wir müssen jetzt gehen. Entbindet jetzt. Na los, komm, wir müssen hier wegstellen. Er schießt mit dem Blaster her. Renn schon. Na los, Leia, wir müssen ganz schnell nach Tatooine. Schnell. Dort wird wohl Darth Vader auf uns warten. Suchen wir Lando, schnell weg hier. Oha, Freunde, was eine Folge. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Hier rechts findet ihr noch weitere extra coole Videos. Und für mehr Star Wars, liken, abonnieren. Der nächste Part kommt am Mittwoch, wo es dann komplett eskalieren wird. Haut rein, Freunde. Wieder Kutter.